So, hello zum Tumultsofa. Jetzt sind wir wieder an einem anderen Ort und zwar diesmal in der neuen. Und heute habe ich den Louis bei mir. Hello. Hi. Willst du dich mal so in 3 Sätzen für die Leute vorstellen, die dich nicht kennen? Okay, also ich bin Louis, 25 Jahre alt, fahre seit 12 Jahren Skateboard und nebenbei mache ich noch so ein bisschen Foto- und Video-Zeugs. Du machst ja nicht nur Foto- und Video-Zeugs und skatest nicht nur, sondern hast auch eine eigene Brand, Platin, und mit der stattest du ja quasi die ganze Skater-Szene in Ingolstadt aus. Wie ist es dazu gekommen? Ja gut, nicht nur die Skater-Szene, sondern mittlerweile auch die normale Jugend. Wie es dazu gekommen ist, also der Johannes, mit dem ich das zusammen mache, der hat mir einfach geschrieben, dass er gerne Klamotten machen würde. Und dann habe ich gesagt, so ja klar, können wir einfach machen, aber für uns selbst halt, also jetzt ohne irgendwie einen Hintergedanken. Und am GVZ, wo wir dann skaten waren, wollten schon Leute auch die T-Shirts, und so ist es eigentlich alles ins Rollen gekommen. Du hast jetzt schon den GVZ erwähnt. Hast du noch andere Lieblingsorte in Ingolstadt, wo du gerne skatest? Also der GVZ Skatepark ist so mein Lieblingspark, weil ich da auch angefangen habe zu skaten. Aber momentan gefällt es mir auch ganz gut an dem neuen Frontepark, weil da einfach viele Skater sind, mit denen man sich austauschen kann oder mal Skate spielen oder was auch immer. Es ist ja doch irgendwie nicht so ein Einzelsport, sondern die Gesellschaft ist dabei, und ja, da bin ich zurzeit ganz gern. Ist für dich Skaten eigentlich eher ein Sport oder auch irgendwie ein Lifestyle und damit auch Jugendkultur? Es ist auf jeden Fall ein Lifestyle, also keine Ahnung, man lebt es einfach, es ist wirklich krass. Also bei mir ist es jetzt nicht mehr so extrem wie früher, weil einfach viel andere Projekte dazugekommen sind. Aber so zu den besten Zeiten denkt man eigentlich nur dran, dass man skaten will, besser werden will. Hast du irgendwelche Tipps für den Skater-Nachwuchs? Weil ich weiß, dass du aus verlässlicher Quelle, dass du auch schon jüngeren Skatern ein paar Tricks beigebracht hast. Also als erster Tipp, Skaten ist nicht einfach. Wenn man damit anfängt, dann muss man diszipliniert sein, weil so der Hauptgrund, dass man wieder damit aufhört, ist, dass es einfach zu lange dauert, einen Trick zu lernen. Aber sobald man den Ollie mal ganz gut kann, ist es auch cool, wenn man einfach, dann lernt man auch schneller andere Tricks. Und ein Tipp für die Jüngeren auch noch ist, man kann auf jeden Fall in der Halle 9 vorbeischauen, also hier, da werden Skatekurse angeboten für die jüngere Generation, und da kann man auf jeden Fall mal so die Basics lernen und auch wie man ja richtig anschiebt und einfach mal so die Grundlagen, die wichtig sind, um nichts falsch zu machen. Und man hat auch noch Spaß. Ja, an dieser Stelle darfst du jetzt jemanden grüßen. Deine Mama, deine Freunde oder noch irgendwas loswerden, Werbung machen, wie du willst, alles frei in die Kamera. Ich grüße meine Mom, hi. Ich habe es auch ins Fernsehen geschafft. Dann mache ich noch kurz Werbung für meine Brand. Schaut doch mal bei platinclothing.com oder platinskateboarding.com vorbei, vielleicht ist ja da was für euch dabei. An alle jüngeren Zuschauer, geht weg von eurem PC und Fortnite und was weiß ich, was ihr den ganzen Tag macht, und einfach mal wieder raus, weil von euch sieht man echt nicht mehr viel an den Skateparks. Dann danke für das Gespräch. Bitte. Hallo, zurück zum Tumultsofa. Wir sind jetzt immer noch in der neuen, aber kleiner Location-Wechsel. Wir sind jetzt in der Mini-Ramp oben in der Galerie. Und ich bin hier mit Bernhard Meierhofer. Hallo, willkommen. Hallo, schön, dass ich dabei sein darf. Magst du dich mal kurz für die vorstellen, die dich vielleicht noch nicht kennen? Ja, hallo, ich bin der Bernhard Meierhofer. Ich bin Diplom-Sozialpädagoge und bin hier seit 2014 in der neuen beschäftigt. Und
Das ist mein absoluter Traumjob. Die 9 hat ja etwas gedauert, bis sie fertig wurde. Und die Ankündigung kam schon Jahre davor im Donaukurier. Und ich habe das immer verfolgt und habe mir gedacht, oh, das wäre voll schön, dort zu arbeiten. Vor allem, weil mein lieber Kollege, der Alex, damals schon beim Stadtjugendring gearbeitet hat und das Projekt immer begleitet hat. Habe mich dann initiativ beworben, schon im Vorfeld. Und Gott sei Dank hat es dann auch geklappt. Und ich habe kurz vor Eröffnung habe ich dann beim Stadtjugendring angefangen und seit die Halle offen ist, macht der Alex und ich das gemeinsam und mittlerweile auch mit der Uli sind wir hier das pädagogische Team von der Neuen. Wir sprechen ja heute im Zuge des Tumult Jugendkulturfestivals. Was fällt dir so dazu ein? Was hast du damit so zu tun? Tumult, da tut sich immer einiges. Normalerweise sind es ja immer Veranstaltungen, wo ganz viele Jugendliche vorbeikommen. Dieses Jahr leider nicht. Und deswegen finde ich das super, dass ihr die hoffentlich auf diesem Wege ganz viele erreicht. Und ich finde es schön, weil sich einfach ganz viele verschiedene Sparten von Jugendkultur präsentieren können. Und es findet viele Zuschauer und es gibt viele tolle Events, die da in einem Monat stattfinden oder mittlerweile mehr als einen Monat, ja. Ja, hoffentlich können wir da ein bisschen was dazu beitragen, dass es dieses Jahr auch cool ist. Welche Rolle spielt denn so die Halle in der Ingolstädter Skate-Szene, also so für die Jugendkultur allgemein in Ingolstadt? Ja, ich glaube, die Halle ist mittlerweile ein Anlaufpunkt. Die Halle hat sich rumgesprochen. Es trifft sich bei uns die Szene, nicht nur Skater, sondern auch die nicht immer so ganz beliebten Scooterfahrer, die BMXer, außerdem haben wir hier Musiker und es gibt verschiedene Angebote. Eigentlich haben wir jeden Tag was in unserem Gruppenraum. Es geht vom Yoga über Acro-Yoga bis Fitness, genau, wo auch immer wieder Skater mitmachen. Und ja, ich glaube, wir haben das Privileg in Ingolstadt, dass wir eine Skatehalle haben. Das ist nicht selbstverständlich. Wir haben oft Besucher oder regelmäßig Besucher aus anderen bayerischen Großstädten, Nürnberg, München, die auch gern eine Halle hätten und sich darüber informieren, wie sie das anstellen. Und dann geben wir natürlich gern Auskunft und ja, wir sind sehr froh, dass wir das haben in Ingolstadt. Vor allem auch im Winter ist es ja schwierig zum Skaten. Im Sommer haben wir nur 4 Tage auf, aber im Winter sind wir sehr gefragt und im Sommer gehen wir dann raus und machen auch noch nebenbei so Veranstaltungen eben wie das Tumult oder einfach Großveranstaltungen oder fahren an die Skateparks und zeigen den Kids da, wie man skatet. Ja. Was ist denn so für dich das Besondere an der Ingolstädter Skater-Szene? Ich meine, du bekommst ja eigentlich alles hautnah mit. Wie ist es so? Ich glaube generell ist Skaten, wie der Louis auch schon gesagt hat, ein sehr kreativer Sport, ein Lifestyle und es ist wirklich schön, dass in der heutigen Zeit, wie er auch schon gesagt hat, die Leute sich einfach bewegen, sich treffen. Was das Besondere ist an der Skater-Szene ist einfach die unglaubliche Kreativität. Also die Menschen haben sehr viel Umgang, wie man jetzt auch sieht, mit neuen Medien, die filmen sehr gerne und sind durch ihr Hobby da schon sehr gut vorbereitet auf die Zukunft auch und lassen sich immer was einfallen und enden oft als Kameraleute, Fotografen zum Beispiel. Das ist für mich immer das Herausragende. Sie machen viel mit Design. Wir haben hier auch immer Ausstellungen mit Künstlern, die Bilder ausstellen. Also es sprudelt einfach vor Kreativität und ich finde es einfach einen super coolen Sport. Ja. In der Halle 9 und auch mit dem neuen Mobil, hast du ja schon angedeutet, bietest du auch Skate-Kurse an. Wie wird das so angenommen? Wie kommt das an bei den Jugendlichen? Das kommt sehr gut an. Also wir sind eigentlich immer ausgebucht. Das Konzept ist, dass wir 6 aufeinanderfolgende Freitage haben, dort jeweils 1 Stunde den Kids vor unseren Öffnungszeiten das Skaten näher bringen. Und ja, wie der Louis auch schon gesagt hat, das ist natürlich nur ein Tropfen auf dem heißen Stein und das soll einfach Lust auf mehr machen, dass die Leute einfach in den Kursen Freundschaften schließen, sich dann vielleicht verabreden, selbst an die Skateparks gehen, weil es wirklich sehr anspruchsvoll ist und man muss immer dabei bleiben und zu mehreren macht es einfach mehr Spaß. Ist Skaten dann gerade wieder so ein neuer Trend oder ist das eigentlich gleichbleibend einfach cool? Das ist eine schwierige Frage, das habe ich mir auch im Vorfeld überlegt. Mein Eindruck ist, dass es jetzt wieder im Aufwärtstrend ist, absolut. Also wenn ich an der Fronte vorbeikomme, sehe ich immer mehr Leute, die man vorher nicht gesehen hat, die wieder anfangen. Ich glaube auch, wenn man in die Medien schaut, wenn man sich mal so Werbung anschaut, wird es auch oft genutzt, um einfach coole Produkte anzupreisen. Mir kommt so vor, als ob es gerade im Aufwärtstrend ist und das finde ich ist eine gute Sache, weil die Kids einfach nicht nur zu Hause hocken und irgendwie konsumieren, sondern sich
kreativ und sportlich betätigen. Und ich glaube, dass es einfach ganz wichtig ist, Angebote zu schaffen, wo sie es machen können. Und der Frontepark wird gut angenommen. Der ist ja relativ neu, den gibt es erst seit 2018. Und man merkt einfach, dass es funktioniert. Ist Skaten für dich eigentlich eher ein Sport oder Jugendkultur und Lifestyle? Also für mich ist es eher Zweiteres, Jugendkultur und Lifestyle, wobei es natürlich auch den positiven Aspekt hat, dass man sich bewegt und draußen ist, ist aber auch sehr verletzungsgefährlich, muss man ehrlich dazu sagen, verletzungsanfällig. Und also ich stehe der ganzen Sache mit dem Sport relativ kritisch gegenüber, auch wenn man sieht, dass es jetzt olympisch wird und so. Ich finde, es sollte einfach eher als Lifestyle gesehen werden und auch so bleiben. Und mal schauen, was mit dem ganzen Olympia-Ding so auf uns zukommt. Vielleicht führt es ja auch dazu, dass es zu besseren Skateparks dadurch kommt und dass die Förderungen besser werden. Aber dieses Ganze höher, schneller, weiter und dass es alles so in den Leistungssport hineingeht, sehe ich schon kritisch. Ich denke, es sollte einfach eher mehr Spaß machen. Hast du abschließend jetzt noch eine Message oder einen Tipp für die skatende Jugend in Ingolstadt oder die Jugend allgemein? Ja, dranbleiben, Spaß haben und ja, wir vermissen euch auf jeden Fall. Schade, dass man euch nicht sieht und wir freuen uns, wenn das alles wieder vorbei ist und wir euch wieder sehen, gemeinsam Spaß haben, gemeinsam skaten können. Ja. Dann danke für das Gespräch. Sehr gerne, danke. Hallo, willkommen zum Tumultsofa. Wir sind hier in der Neuen, in der Skatehalle und ich bin hier mit Lisa Peschel. Hallo. Hallo. Lisa, für die Leute, die dich nicht kennen, wie würdest du dich denn vorstellen? Ja, erstmal zu den Basisfakten. Name Lisa, ich bin 30 und ich habe vor ungefähr 1,5 Jahren das Skaten angefangen und ich liebe es. An welchem Trick arbeitest du denn gerade? Hauptsächlich Freestyle-Tricks. Ich weiß nicht, ob das den meisten bekannt ist, aber der Trick, den ich gerade versuche, heißt Casper Disaster. Ziemlich schwierig, finde ich. Gibt es denn einen Lieblingsort in Ingolstadt, wo du so am meisten skatest? Also ich muss sagen, Lieblingsort ist tatsächlich die Halle 9, weil ich bin absoluter Mini-Ramp-Fan und es hat die ideale Größe, um auch neue Sachen auszuprobieren. Und gerade für mich, bin ja doch immer ein bisschen ängstlich am Anfang, da ist das ideal. Ein Mädchen, das skatet, so ganz klischeebehaftet, ist ja jetzt nicht so typisch. Oder was sagst du dazu? Ja, ist nicht ganz typisch, aber die gute Nachricht, wir werden immer mehr. Also ich habe auch noch eine Freundin und gerade in München und in Ingolstadt sind wir eigentlich sehr aktiv und sprechen viele Mädels an, die wir so im Skatepark auch finden und versuchen ihnen einfach so ein bisschen Mut zu machen. Und ich habe auch noch einen Blog und da zeige ich auch wirklich die knallharte Wahrheit, wie es aussieht, wenn man Skaten lernt. Also nicht nur, dass man immer diese coolen YouTube-Videos sieht, wo alles super easy ist und dann in Real Life ist es das dann doch nicht, sondern dass die Leute wirklich auch sehen, wie man anfängt und dass sich keiner schämen muss und dass es einfach super cool ist und super Spaß macht und zusammen halt noch mehr Spaß. Und wie erlebst du so die Szene in Ingolstadt, die Skater-Szene? Eigentlich sehr, sehr aufgeschlossen, nett. Man muss am Anfang ein bisschen Mut haben, einfach mal auch hinzugehen zu den Plätzen, die Leute anzusprechen. Aber egal, ob man Fragen hat oder einfach nur quatschen will, sind alle super nett. Sehr cool. Ist Skaten für dich eher ein Sport oder ist es so ein Lifestyle und damit eben auch Jugendkultur? Ja, also ich glaube, es lässt sich auf keinen Fall voneinander trennen. Also reiner Sport, glaube ich, ist es nie. Es ist wahnsinnig kreativ, es ist, ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll, es ist auf jeden Fall Jugendkultur. Ich würde es sogar noch erweitern, wahrscheinlich nicht nur Jugend, sondern generell eine Kultur. Man muss einfach eintauchen und es erleben. Dann glaube ich, fällt mir schwer, es in Worte zu fassen. Du schreibst auf deinem Blog, hört auf, euch zu vergleichen. Richtig. Wie, hast du irgendwelche Tipps, gerade für Skate-Anfänger, vielleicht auch für Mädels, die jetzt anfangen wollen? Ja, also die Überschrift sagt es eigentlich schon, die heißt wirklich, hört auf, euch zu vergleichen. Ist eine Erfahrung von mir auch persönlich gewesen, dass ich immer geguckt habe, wie gesagt, auf YouTube, boah, das sieht alles so easy aus und dann stand ich da und habe versucht, einen Ollie zu machen und es war einfach gruselig und es hat auch wirklich lange gedauert, bis ich die Technik irgendwie raus hatte. Was ich aber dabei vollkommen vergessen hatte, ist, dass die Leute, die ich da auf YouTube sehe oder die ich auch in dem Park sehe,
keine Ahnung, wie lange die schon skaten. Also vielleicht 15 Jahre. Natürlich sieht es anders aus. Genau die gleiche Erfahrung habe ich auch damals gemacht beim Yoga. Ich habe mich mit Leuten verglichen, die super beweglich und dehnbar waren. Ja, und dann hat sich herausgestellt, dass die seit Kindesbeinen an tanzen. Ich würde einfach sagen, bleibt bei euch. Schaut einfach, was euch Spaß macht, was ihr lernen wollt. Fragt die anderen um Tipps und schaut einfach nicht so viel links und rechts und macht euch vor allem keine Gedanken, was sich die Leute halt über euch wirklich denken könnten, weil meistens tun sie das nämlich gar nicht. An dieser Stelle darfst du Werbung machen oder deine Mama grüßen oder was auch immer. Du darfst jetzt frei in die Kamera sprechen. Okay, meine Mama grüße ich immer gern. Hallo Mama. Und ansonsten, ja, wie gesagt, wenn ihr Bock habt auf Skaten, egal ob jung, alt, männlich, weiblich, keine Ahnung, besorgt euch ein Board, geht mal im Park vorbei, sprecht die Leute an, probiert es, es macht einfach wahnsinnig Spaß und ja, vergleicht euch nicht, habt einfach Spaß, dann kommt alles andere von alleine. Dann danke für das Gespräch. Ja, sehr gerne, danke.